Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Numero Das. Tatsächlich nie auf das, aber das wegen 2. Ja, letztes Part haben wir hier angefangen. Ich wollte mich, glaube ich, umgucken. Da ist eine Statue. Ich wollte mich eigentlich umgucken da im Wasser. Aber ich habe mich entschieden, erstmal hier reinzugehen. Okay, er lebt noch. Und er meldet ihn noch rum. Ich sehe meine Maske noch mal weg. Oh. Ja, der fällt hier früh auf, dass die Musik kommt. Okay. Sieht in etwa cool aus hier. Gott, das ist gerade noch viel zu auf meinen Ohren. Ich habe ein bisschen hoch. Also ich kann, ich habe das Spiel auf voller Lautstärke, glaube ich, stehen. Von meinen Ohren muss ich es auf irgendwie so 6 runter machen, wenn Musik kommt. Ich muss gar nicht sagen, ich vertraue dieser Statue nicht. Ich glaube, dafür will ich tatsächlich erstmal die Pistolen verwenden. Weil ich glaube, die gehen recht leicht zu töten. Mein Dog ist, ihr müsst sterben. Denn ihr seid leider auf der falschen Seite des Krieges. Wenn ich meine Waffen nicht gezogen hätte, ich immer gewusst, dass ich hier lang gehen könnte. Okay, hier ist ein Medkit, nice. Und noch irgendwas? Aha. Aha. Okay, Automatikmunition, Shotgun-Munition und ein schönes kleines Medkit, was wir eigentlich auch benutzen sollten, aber ich bin natürlich dumm, mache es nicht. Und da wir diesen Kampf überstanden haben, wisst ihr, was für eine Zeit ist? Speicherzeit. Und jetzt werden hier auch irgendwie diese Dinge angezeigt, warum auch immer. Zum erst 26 Mal. Ja gut. Gucken wir uns erstmal um. Okay, hier ist ein Hebel, gut zu wissen. Hm, 2 Schritte nach da. Einmal schießen, so. Falls ihr epileptische Dinge habt. Warum machst du nichts, Lara? Geh noch einmal zur Seite. Okay, ich versuch's noch mit so einer doofen Flair. Und dann werden wir eine ganze Menge. Ich dachte gerade, das Spiel ist gecrashed. Willst du mich verarschen? Ich muss dafür das Licht anhaben, damit ich das machen kann? Okay. Hätte ich den ersten bisschen klüger gemacht und wäre nicht drin stehen geblieben, dann würde es mir besser gehen. Davon habe ich nur ein großes, haben wir erstmal eins rein. Der hätte mir natürlich einiges sparen können an Lebensleistung. Rutsche ich hier runter? Ja. Kann ich da irgendwie mit so einer Festseite ran oder sowas? Tatsächlich nicht, schade. Also irgendwie müssen wir wahrscheinlich trotzdem irgendwie hin. Ist das dein Ernst, Lara? Ja, klar, ist ja kein, nichts zum draufstellen. Vielleicht kann ich ja im richtigen Moment da trotzdem noch irgendwie abspringen. Ah ja, es würde gehen. Okay, die Flare ist weg. Die Flares sind tatsächlich cool, wenn ich ehrlich bin. Ich werde es vermutlich nicht so oft benutzen. Okay, das klappt nicht so. Kann ich vielleicht hier hoch? Nein. Ah.
Okay, was ist mit dieser Seite? Können wir hier nur was machen? Da könnte ich theoretisch hoch. Ich weiß nicht, ob ich hoch genug springen kann. Ich denke ehrlich gesagt nicht. Obwohl schon echt ganz schön eng ist. Ah, doch, das geht sogar. Ich habe auf jeden Fall noch Getrampele. Das gefällt mir schon mal nicht. Da hat es kurz gehangen, weil die Musik laden wollte. Nehmen wir die Automatics. Dafür haben wir schon ein wenig Munition. Wenn noch nicht genug, finde ich. Man kann ja gefühlt nie genug Munition haben. So, auf dem ersten Weg waren wir fertig und der zweite ist jetzt hier. Der erste war, dass so wir im Dunkeln gegangen sind. Das mit den Statuen ist tatsächlich gar nicht so drum gemacht. Da kann ich mich nicht so extrem drüber beschweren, wenn ich ehrlich bin. Ich würde es gerne, aber da war ich wirklich einfach nur dumm. Ich dachte, okay, ich laufe zuerst so durch und dann fängt es an, aber nee, es fängt direkt an. Kenne ich auch kein Mensch an. So, ich glaube, wir sind hier auf einem sicheren Grund. Weil sicher bin ich mir auch nicht. Och nö. Okay. Ich weiß nicht, ob das hier so richtig ist. Was ich hier mache. Oh, hier können wir nicht. Können wir vielleicht noch einen Rückwärtssalto machen? Ja! Mensch, das hätte ich nicht erwartet, dass ich das hinkriege. Einfach mal random speichern, weil ich habe irgendwas geschafft. Ja, speichern wir hier. Haben wir zu Lukas ein. Was? Nein! Oh. Nein! Ah, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder da bin. So, da wären wir wieder. Diesmal habe ich gespeichert. Ich bin tatsächlich diesmal sogar besser durch die Statuen gekommen. Nicht per. Perfekt. Okay, können wir uns erst noch mal kurz umgucken. Ich wollte es sowieso machen. Ja. Ich bin zwar immer noch sehr dumm gewesen, fast gestorben, aber immerhin durchgekommen. Mit mehr als 900 PSA. Hier ist mal Load Game, das hatte ich sogar vor. Realitätsüberprüfung. Und da kommen wir her. Kann sein, dass ich irgendwas verpasst habe. Und da unten war der Scheiß, der jetzt Ding ist, ne? Das ist jetzt offen. Das heißt, eigentlich müssen wir das doch hinkriegen. Ja, gut. Und Sprung geschafft, weil es ein schwieriger Sprung war. Speichern. Zack. So. Denn ich wusste, dass sowas passiert. Ich drücke Springen. Spiel denkt sich, na, springen dann mal heute nicht. So. Ach, hier kann ich draufstehen auf der anderen, nicht, weil die zu steil sind. Okay, die sind tatsächlich steiler. Da gebe ich dem Spiel recht. Das war wirklich unmöglich. Oh. Ja, kannst du bitte mit beiden Pistolen auf den schießen? Denn jetzt müssen wir tatsächlich das große Paket benutzen. Was ich ja wieder bekommen habe, weil ich mich vorher nicht geheilt habe. So. Hör ich Getrampler? Nein. Da ist irgendein Gitter vor, wo wir nicht hinwollen. Dann gehen wir mal. Nope. Ich wollte ja auch auf die Automatic schalten. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich ja wusste, dass erstmal nichts kam. Da hier mal ein Trampeln. Ein Trampler ist hier. Guck mal, wie viel Leben ich schon wieder verloren habe. Eine Person. Das ist ja auch nicht vermeidbarer
Der ist ja nicht vermeidbar, du kannst nichts dagegen machen. Du wirst Schaden nehmen. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass es mich sofort umbringt, aber ich finde es halt trotzdem blöd, wenn man es einfach nicht vermeiden kann, Schaden zu nehmen. Das ist doch so ein Ding von alten Spielen. Ich habe das Gefühl, hier ist irgendjemand. Irgendwie ist die Kamera hier komisch. Vielleicht, weil ich gerade in der Tür bin. Ja, weil ich gerade in der Tür war, wahrscheinlich. Okay, da ist eine Kiste. Können wir da hoch? Ich weiß nicht. Da ist irgendwas Dunkles. Ja, wir müssen vermutlich hier durch. Ja, so kann ich eine Rolle machen. Okay. Kann ich mich da durchfallen? Ja. Oh, hier habe ich tatsächlich den Schaden vermieden, weil ich mich gut positionieren konnte. Voila. Muss nie aufsammeln, brauchen wir nicht. Keine Ahnung, was ist, sieht aus wie Uzi Clips. Ich glaube, am Ende haben wir im Teil 1 ganz oft mit den Uzis gespielt, weil dann war cooler. War ich da schon? Ich glaube. Könnte sein, könnte nicht sein. Ist hier irgendwo ein Trampler? Ich glaube nämlich tatsächlich schon. So. Zack. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Ich wollte es einfach mal testen. Oh oh. Wo kommst du denn her? Junge. Keiner von euch irgendwas für mich fallen lassen? Aber das ist unhöflich, ne? So, da ist ein Kamin. Da kann ich vermutlich drin hochklettern. Hier kam ich ja her. Die Tür war zu und die haben anscheinend die Schlüssel dafür gehabt und ich nicht. Das heißt, erstmal speichern, weil wir wieder mindestens einen Raum gemacht haben ohne speichern. Ja, ich, nach unten drücken kann ich nicht, um es zu öffnen. Ich speise erstmal eine Reihe nach, damit wir wieder hier. Okay, hier kann ich nicht weiter. Das heißt, ich muss überlegen, was ich mache. Och nee. Wenn ich hier hochklettere, kann ich irgendwas Besonderes machen? Das sieht auf jeden Fall anders aus als die anderen, aber irgendwie sinnvoll nicht. Ich glaube, ich höre leises Getrammel, das heißt, über mir wird vermutlich einer sein. Ja, hier ist nichts, da ist nichts, hier ist absolut nichts. Das ist wirklich gar nichts. Ist vielleicht eine andere Tür aufgegangen, weil die hier irgendwo hergekommen sein müssen? Ich glaube, hier rechts war noch eine Tür. Da ist, glaube ich, einer hinter. Das ist noch zu. Kann ich mich hier wohl langhangeln? Nein. Weil das sieht da sehr verdächtig aus, weil es da dunkel ist, dieses. Was jetzt über Leros Kopf direkt ist. Komisch, komisch, komisch. Kann ich die Tapete irgendwie abreißen oder so? Nein. Okay, jetzt mal ganz nüchtern die Lage betrachtet. Hier sind Kisten. Da oben scheint nichts zu sein. Da hinten ist, soweit ich sehe, auch nichts. Ich könnte versuchen, an so einem Kronleuchter zu ziehen. Das bringt aber nichts. Schade. Da ist auch nichts, wie es aussieht. Der hat keinen Loot für mich und der auch nicht. Hier draußen
Ist auch nichts weiter passiert. Darüber kann ich glaube nicht, weil das ein gezackter Zaun ist und ich glaube, ich will auch gar nicht hin. Zwei Glasscheiben kaputt gemacht habe ich. Kann hier nur nach unten gucken, ob sie da was getan hat. Weil, wenn nicht, bin ich gerade echt überfragt, was ich machen soll. Gehen wir mal langsam nach vorne, um zu gucken. Nope. Und nope. Also das ist schon mal nicht hilfreich. Eigentlich kann ich dieses Display auch jeden Part sinnlos herumirren nennen. Kann ich mich irgendwie an diese Scheiße hier hängen? Nein. Kann ich das aufdrücken? Nein. Aktionstaste macht hier gar nichts. Na, wie viele Kugeln haben wir eigentlich noch? Oh, ganz schön viele verschossen. Ja, ich glaube 70 Schuss haben wir gerade verschossen. Okay, das so macht mich immer noch stutzig, warum das da ist. Vermutlich einfach ein Grafikglitch. Wenn ich hier irgendeinen coolen Sprung mache. Okay, das mag der Run anscheinend gar nicht. Kann ich das rausziehen? Nein. Ah. Doch. Ja gut, das bringt mir jetzt doch nicht so viel. Dann doch lieber in die andere Richtung schieben. Nee, ich weiß nicht, manchmal springt sie und manchmal nicht. Okay, zwei Schuss reichen, aber es sind vier Schuss insgesamt. Ich zieh mal lieber die anderen Dinger. Achso, hier kommen gleich wieder eine ganze Menge Gegner. Also dann zieh ich sie einfach trotzdem. Okay, ich habe gerade durch die Wand geguckt, irgendwas Gelbes hat da gerade links geleuchtet, rechts geleuchtet. War vermutlich das Feuer. Okay. Das ist ein Gasleck. Das sieht nicht gut aus für uns. Deshalb speichern wir. Nicht Load Game. Safe Game. Und das sieht aus wie... Oh, ja. Da wollte ich eigentlich rüberspringen, aber spielt aus wie so... Nope. Da springst du erstmal nicht rüber. Okay. Dann halt so. Hier kann ich durchschwimmen. Da unten ist eine Tür. Das brennt. Feuer ist nämlich sehr schlecht in dem Spiel. Wenn man es einmal berührt, ist man tot. Ist es nur die Frage, ob das anbleibt, solange ich im Wasser bin? Weil es kann ja sein, dass ich diesen Sprung hier schaffen muss und sonst verbrenne. Der Platz sieht nämlich auch anders aus als die anderen. Okay. Und jetzt ist Feuer wieder an, ne? Nope. Jupp, gut. Lohnen wir mal das Game. Okay, das können wir schon eleganter machen als ich. Okay, reicht das, wenn ich von hier springe? Ja. Dann noch einen Schritt nach vorne springen. Vielleicht muss ich es schnell machen. Das kann sein. Dann speichere ich hier nochmal. Nope, da. So. Weil ich diesmal keinen Schaden genommen habe. So, jetzt gehen die alle aus. Und nein. Ich
Ja, ich glaube, wenn ich schnell bin, kann es immer noch eng werden damit. Ich versuche es noch einmal und dann beenden wir den Part. Ansonsten, ja, machen wir es im nächsten. Okay, das war's. Nee, einfach, ich will einen richtigen Versuch starten. Da habe ich einfach gerade nur dumm umgefallen. Nope, das war's. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich würde euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.